Willkommen zurück zu meinem Let's Play Living Legends, ungebetener Gast, immer noch im Bonuskapitel. Ich bin es natürlich, Bum 36, und wir machen spannend hier weiter. Wir haben jetzt einen Spiegel gefunden und da kommen wir immer noch nicht ran. Weihrauch. Wofür brauchen wir Weihrauch? Der Schornstein ist verstopft. Vorsicht vor der Hexe, bring dich in Sicherheit. Eine Maus fehlt. Ach, den Pfeil kann ich jetzt mitnehmen. Metallpfeil, okay. Kann ich damit den Schornstein Nee, kann ich nicht. Okay. Schirm, okay. Vielleicht kann ich den Kopf mit einem Feuerwerkskörper treffen. Kommst du denn da drauf? Vielleicht mit dem Pfeil? Nee. Dem Schirm auch nicht. Okay. Was ist das? Wäscheleine. Ich brauche eine Art Haken. Okay. Ich sehe hier eine Eule und ich sehe hier eine Eule. So, und das kann bestimmt nicht hierher gehören. So, dann schauen wir doch mal uns hier um. Den Engel mit einer Kerze. Die Kerze nehme ich mit. Die Statue hat keine Flügel. Okay. Gerade eben hat sie doch noch Flügel. Status sieht heiter aus, oder ist das nur eine verzerrte Wahrnehmung? Abigail hat eine Möglichkeit gefunden, sich zu rächen. Sie hat Claras gute Erinnerung im Traumfänger gefangen, um sie zu kontrollieren. Neue Aufgabe, gib Clara ihre guten Erinnerungen zurück. Kommt das Glühwürmchen anscheinend rein. Was ist das? Schornsteinbürste. Okay. Besiege sie mit ihren eigenen Mitteln. Sprich dem Traumfänger. Ich brauche den Traumfänger, um die Hexe Abigail zu besiegen. Ich brauche Kohle und Weihrauch. Weihrauch habe ich. Bloß keine Kohle. Sie wollen mir etwas sagen, aber ich verstehe nicht was. Dann werde ich hier erstmal den Schornstein fegen. Da kriege ich jetzt die Kohle her. Okay. Was ist das noch? Spinnengift. Solange es so Gift ist und nicht eine Spinne, ist alles okay. Ich muss die Kohle anzünden. Da. Sie wollen mir etwas sagen, aber wir verstehen nicht, was. Hä?
Ich gebe jetzt erstmal das Spinnengift der Spinne. Wen wolltest du abschießen mit einem Feuerwerkskörper? Kann ich hier eigentlich noch was machen? Ich muss einen passenden Ring für diesen Finger finden. Ringe 6. Okay. Wo ist denn der letzte Ring? Da. Perlen 2. Zurück. Ich brauche noch 2 Perlen. Was? Okay, eine Blüte. Was? Was für eine Blüte denn? Gefunden, Traumfänger. Also das war jetzt total verwirrend. Aber okay, ich hinterfrag's nicht. Was ist das? Herz der Hexe. Vielleicht kann ich den Kopf mit dem Feuerwerkskörper treffen. You. Your father ruined my life. Now I will take their power to restore mine. I order you to stop him! I must obey. Ich brauche den Traumfinger, damit Clara sich wieder an alles erinnert. Besiege Clara, indem du im Traumfinger abgebildete Linien nachziehst. Okay.
Oh Gott. What have I done? She was controlling me. She takes her power from those cocoons. I'll distract her for you. The barrier is getting weaker. Hurry, use the catcher against her. Da kommt das auch am Platz hin. Lecker. Hat noch Zeit. Keine Chance, ich brauche etwas Scharfes. Wir können ihre Kräfte gegen sie verwenden. Alles, was sie schwach macht, muss zurück zu ihr. I'm drowning. I'm drowning. Hä? Muss, glaube ich, nochmal zurück. Irgendwo kann ich doch was mit den Rosen anfangen. Es muss noch eine Eule hier geben. Eine Eule fehlt. Da. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, ja. Ist okay. Ach, hier. Ach, hier brauche ich den Spiegel.
Ach du Schande. Träne der Hexe. Hinweis. To become invincible, the witch placed her memories, tears, and broken heart into special objects. The entire town fell victim to her magic. But a few brave souls resisted. Also. King George Benet sought help from a hunter named Radford and some of the town's citizens. They caught the witch and imprisoned her in the temple, but it could not hold her. And when she broke free, she began preparing her revenge. First, she tracked down Radford's daughter, Clara. The girl was still grieving her mother's death, and with the witch's influence, she began to plan her revenge. Die Erinnerungen der Hexe scheinen hierhin zu gehören. Okay. Aber jetzt... wieder wimmeln. Okay, aber hier mache ich dann später weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.